Also gut, also mein Name ist Julia Henschel. Ich bin Seniorentrainerin für digitale Alltagskompetenzen und habe eben da die tolle Aufgabe bekommen, für das BHW bzw. für die Kooperation mit KW Plus diese Online-Workshops hier zu gestalten. Und wir haben heute ein ganz tolles Thema, nämlich Podcasts. Ist eine meiner Lieblingsanwendungsmöglichkeiten vom Smartphone, weil ich sehr viel im Auto sitze, und wir haben uns gedacht, dass das ein tolles Thema für den letzten Termin vor der Urlaubssaison ist, weil man ja vielleicht doch bei der Anreise hin zum Urlaubsort oder bei der Heimreise lange im Auto sitzt und da vielleicht dann das ein oder andere gerne probieren möchte, was wir heute vielleicht hören. Es wird wieder Videos geben zum Nachschauen. Ich habe mich aber jetzt, wenn wir so eine kleine feine Runde sind, dazu entschlossen, das mit der Präsentation mit Ihnen durchzugehen, weil man dann vielleicht gleich die Fragen stellen kann. Beziehungsweise habe ich schon ein kleines Video in der Mitte drinnen. Das schauen wir uns dann gemeinsam an, und im Nachgang gibt es dann die Möglichkeit, wieder Fragen zu stellen. Dann würde ich jetzt einmal meine Präsentation öffnen. Ja, Podcasts und Hörbücher. Gibt es hier eigentlich jemanden, der sich schon damit auseinandergesetzt hat? Also gerne einfach die Hand heben oder ein kurzes Zeichen geben oder in den Chat schreiben. Nein. Also ganz grundsätzlich einmal. Wir werden uns heute mal anschauen, was sind Podcasts überhaupt, wo kommen die her? Hörbücher ist eh für viele etwas, das schon länger geläufig ist. Dann gibt es natürlich die Oberfläche bei den verschiedenen Podcasts-Anbietern. Da habe ich mir einen herausgesucht, um das zu veranschaulichen. Und dann gibt es noch die verschiedenen Anbieter. Also ich würde sagen, wir starten hier gleich mit diesem großen Wort Podcasts. Was sind Podcasts jetzt eigentlich? Podcasts sind eben Radio, also nicht Radiosendungen, sondern Audiobeiträge, beziehungsweise es können auch Videobeiträge sein. Also viele Podcasts werden auch als Video dann auf YouTube hochgeladen. Aber im Großen und Ganzen sind es Sendungen zu diversen Themen, die von sogenannten Podcastern aufgenommen werden, einfach um das Wissen in die Welt zu tragen, beziehungsweise um für Unterhaltung zu sorgen. Das Wort Podcast ist ein Kunstwort, wenn man so möchte, ist ein zusammengesetztes Wort aus Pod, also Play on Demand, also die Abkürzung quasi, das heißt nur auf Nachfrage abspielen, und Broadcast, was übersetzt Übertragung bedeutet. So hat sich dieses Wort zusammengesetzt, eben zu Podcast. Einen Podcast kann ich mir immer dann anhören, wann ich möchte. Das heißt, es gibt zwar bestimmte Veröffentlichungsdaten, also zum Beispiel einer meiner Lieblingspodcasts kommt immer am Montag am Vormittag heraus. Also es ist so eine wöchentliche Serie, wo dann jede Woche ein anderes Thema drankommt, beziehungsweise sprechen da zwei Personen über diverse aktuelle Themen miteinander, und man kann diesen Diskurs verfolgen. Wer schon mal Frühstück bei mir gehört hat, am Sonntag auf Ö3, das ist die Sendung von der Frau Stöckel, wo sie immer irgendwelche bekannten Persönlichkeiten interviewt. Also so ungefähr kann man sich Podcast-Formate vorstellen. Es spricht manchmal nur eine Person über ein bestimmtes Thema oder zwei Personen miteinander. Oder eben ganz andere Sachen, wie zum Beispiel Krimi-Podcasts. Ich persönlich liebe den Podcast von Aktenzeichen XY. Bin ein irrsinniger Krimi-Fan. Und Aktenzeichen XY hat dann einen Podcast, wo quasi alte Fälle, die nicht aufgelöst wurden, in der Sendung hergenommen werden und im Podcast dann noch einmal aufgerollt werden. Und wenn sie gelöst wurden, wird dann quasi die Lösung im Podcast gezeigt bzw. beschrieben. Das Besondere am Podcast ist, dass man eben nicht zwangsläufig ein Video dazu hat. Es ist keine Fernsehsendung in dem Sinn. Es ist wirklich wie eine Radiosendung. Das ist für mich auch der Grund, warum ich sehr viele Podcasts im Auto höre.
Ich muss halt nicht hinschauen. Es ist alles darauf ausgelegt. Also die Wortwahl ist so, dass sie zum Zuhören gedacht ist. Und es ist einfach ein Hörerlebnis. Es gibt ganz viele verschiedene Genres. Also man kann wirklich von bis, also wirklich reine Unterhaltung, sprich zum Beispiel Comedy oder Kabarett oder auch zeitkritische Themen, gesellschaftliche Themen bis hin eben zu Mordpodcasts, über Meditation, über Freizeitthemen, über Business-Themen. Also es gibt wirklich ein sehr großes Spektrum an Genres, die beim Podcasten abgedeckt werden. Gibt es mal Fragen zu diesem Begriff Podcast oder ist die Erklärung soweit verständlich, was wir mit einem Podcast machen können oder wollen? Gerne einfach rausschreien oder in den Chat schreiben. Also ich habe auch den Chat im Blick. Kommt schon eine Nachricht im Chat. Sehr gut erklärt. Dankeschön. Von der Bea. Sehr gut erklärt. Danke. Okay. Wie bitte? Alles in Ordnung, verstanden. Sehr schön. Also es gibt von so ziemlich allen öffentlich-rechtlichen Medien gibt es so ziemlich alle Sendungen auch als Podcast zum Nachhören. Also insbesondere vom Armin Wolf zum Beispiel gibt es einen eigenen Podcast von der Frau Stöckl und so weiter und so fort, auch vom Standard, vom Falter. Also es gibt wirklich sehr viele Podcasts von Zeitungen, von Fernsehsendern und so weiter und so fort. Dann kommen wir zu den Hörbüchern, wenn es gerade keine Frage zu den Podcasts mehr gibt. Hörbücher geistern ja schon ein bisschen länger herum, also früher vielleicht noch als CD oder vielleicht auch noch als Kassette, da bin ich vermutlich ein bisschen zu jung, um das zu wissen. Aber grundsätzlich Hörbücher sind einfach gelesene Bücher, die als Audioformat zur Verfügung gestellt werden. Das heißt einfach, dass sie so aufbereitet sind, dass man sie anhören kann und nicht lesen muss. Bei Hörbüchern ist es ein bisschen anders als bei Podcasts. Die sind sehr oft in kostenpflichtigen Abos enthalten. Podcasts kann man grundsätzlich sehr oft kostenlos anhören oder eigentlich fast immer. Es gibt noch ein paar andere Varianten, zu denen ich später noch komme. Kommt noch jemand dazu? Bei den Hörbüchern kommt es immer darauf an, was ich gerne hören möchte, wie teuer sie sind oder ob ich ein Abo-Modell habe oder nicht. Was beide gemeinsam haben, ist, dass sie entweder eine aktive Internetverbindung brauchen, damit ich sie mir anhören kann, also beim ersten Mal ganz sicher. Wenn ich sie allerdings speichere auf mein Gerät oder in mein Nutzerkonto, dann könnte ich sie auch ohne Internetverbindung anhören, was ja dann wieder interessant ist, wenn ich zum Beispiel in Italien am Strand liege und mir meinen Krimi gerne anhören möchte. Dann brauche ich vielleicht dann oder dann will ich vielleicht keine Internetverbindung herstellen, dann könnte ich sie zu Hause noch herunterladen und mir so quasi offline verfügbar machen. Gibt es Fragen zu den Hörbüchern? Schaut nicht so aus. Ich brauche nur schnell ein Taschentuch. Bin gleich wieder da. Entschuldigung. So, die Allergie hat auch die Leseratten im Griff. Dann kommen wir zu den verschiedenen Anbietern von Podcasts und Hörbüchern. Also wie gesagt, es gibt auf der einen Seite die Podcasts, die meistens gratis sind, und auf der anderen Seite die Hörbücher, die meistens ein Abo brauchen, damit sie quasi gehört werden können.
was irgendwie eh klar ist, weil wenn ich in die Buchhandlung gehe, dann kaufe ich das Buch auch. Und Podcasts haben halt sehr oft auch eine Werbewirkung beziehungsweise werden als Marketingmaßnahme eingesetzt von Unternehmen oder von Künstlern oder auch von Fernsehsendern, Radiosendern und so weiter und so fort. Das ist einfach eine Marketingmaßnahme, die den Menschen gratis zur Verfügung gestellt wird. Es gibt Apple Podcasts, dort ist es definitiv kostenlos. Google Podcasts auch. Bei Spotify kann ich in der kostenlosen Version auch Podcasts hören. Allerdings gibt es bei diesen Spotify und dieser gibt es zum Beispiel Werbeeinschaltungen. Bei Steady, das ist was mir die Barbara gezeigt hat, was sehr interessant ist, da kann ich ein Abo kaufen und unterstütze somit die Podcaster, die dort ihre Podcasts quasi anbieten, an die Frau, an den Mann bringen. Also da gibt es auch unterschiedliche Plattformen, wo ich die Künstler eben unterstützen kann, indem ich monatlich einen Betrag dafür bezahle. Zum Beispiel auch bei Podimo, da gibt es auch eine Bezahlversion. Audible kennen vielleicht einige, die Amazon haben. Also grundsätzlich bei Apple Podcast muss man sich nicht anmelden, aber ansonsten muss man quasi überall ein Nutzerkonto erstellen. Dasselbe gilt auch für die Hörbücher. Die Hörbücher sind eben, wie gesagt, meistens zu bezahlen. Wir sehen hier die verschiedenen Apps, wie sie ausschauen können, rechts außen. Wir haben hier Spotify auf der einen Seite. Hier gibt es natürlich auch, es gibt eine Gratis-Version, hier wird allerdings Werbung abgespielt. Und es gibt dann auch noch Bezahlversionen beziehungsweise auch Familienkonten, wo Leute, die in einem Haushalt wohnen, quasi zu einem günstigeren Tarif gemeinsam hören können. Und Spotify, muss ich ehrlich sagen, ist eines meiner Lieblingsprodukte, weil einfach eine sehr große Musik-Mediathek dabei ist und enthalten ist. Und eben auch die Podcasts, also es sind fast alle Podcasts, sind auch auf Spotify vertreten. Genau. Gibt es noch die Google Podcasts, die für Android, und dann wird es eben noch für Apple, wird es dann noch die Apple Podcasts geben. Es sind auf ziemlich allen Plattformen sind auch die gleichen Podcaster vertreten, beziehungsweise findet man fast alle Podcasts auch auf allen Plattformen. Hier in der zweiten Reihe sehen wir die unterschiedlichen Hörbuchanbieter, also einen kleinen Auszug davon. Es gibt Audible, also hier zahlt man auch monatlich, also da gibt es immer so gewisse Freieinheiten quasi. Man bekommt Punkte und um diese Punkte kann man dann wieder Bücher kaufen und oder halt gegen Bücher eintauschen. Bei BookBeat gibt es Freiminuten, also so wie man es vom Telefonieren kennt, dass man zum Beispiel, ich glaube 125 Minuten oder so hat die Barbara mir gesagt, kann sie im Monat hören. Bitte korrigiere mich, wenn es ein Blödsinn ist, es sind ungefähr 3 bis 4 Bücher. Und dann gibt es noch Play-Bücher, das ist das, was vom Google Play Store quasi ist, also auch wieder von Google für Android. Da kann ich die Bücher... Julia, ich muss mir kurz nachfragen, wie viele Minuten hast du gesagt? Ich glaube, es sind 25 Stunden. Also 25 Stunden. Genau, ein Basis, ja. Genau, ein Basis. Also bei BookBeat jetzt gibt es das Basispaket um einen gewissen Betrag und da kann man 25 Stunden hören, was einer ungefähren Hörbuchanzahl von 3 bis 4 Hörbüchern entspricht. Also ein Hörbuch von so mittlerer Länge hat so 6-7 Stunden. Genau. Es gibt natürlich auch welche, die haben 11-12, je nach Seitenanzahl. Genau, und da geht es ja eigentlich ganz gut was aus. Ja.
wenn man jetzt nicht so viel zum Lesen kommt. Ansonsten, wenn man mehr zum Lesen oder Hören kommen würde, dann könnte man natürlich auch das nächsthöhere Paket nehmen. Aber ich glaube, das kann dann jeder aufgrund seiner Nutzungsgewohnheiten dann entscheiden. Genau. Genau. Und trotzdem muss man sagen, es geht halt nichts über ein Papierbuch. Aber wenn man so viel im Auto ist wie ich, mit mehreren Stunden täglich, dann ist das einfach eine richtig gute Alternative, um halt doch irgendwie zum Lesen unter Anführungszeichen zu kommen. Bei Playbüchern gibt es eben auch die Möglichkeit, Hörbücher einzeln zu kaufen, und ohne dass man jetzt zwangsläufig ein Abo abschließt. Also das heißt, man kauft jetzt das Buch, das man gerade hören möchte. Und das kann man sich dann anhorchen. Die Bücher bleiben bestehen, also entweder eigentlich meistens im Nutzerkonto vom jeweiligen Anbieter oder eben als Download auf dem Gerät, wobei ich das jetzt schon wirklich länger nicht mehr gesehen habe. Also es ist meistens mit dem Nutzerkonto verknüpft. Bei Playbücher möchte ich gleich noch in Richtung Smartphone-Mappe grätschen. Wir haben nämlich im Modul 8, also ich gehe davon aus, dass jeder diese tolle Mappe zugeschickt bekommen hat. Und im Modul 8, das ist so ein blaues Modul, gibt es einige Infos über verschiedene E-Book-Reader, beziehungsweise teilweise auch über Audiobücher. Da sind wirklich gute Tipps drin und wie man auch Bücher auf dem Handy lesen kann. Es ist nicht jedermanns Sache, das ist mir bewusst, weil der kleine Bildschirm und ein Papierbuch sind halt einfach nicht zu vergleichen. Aber vielleicht gerade im Urlaub oder wenn man mit dem Flugzeug unterwegs ist, ist es vielleicht angenehmer, wenn man nicht 3 oder 4 Bücher mitnehmen muss. Was bei mir durchaus passiert, wenn ich ein paar Tage auf Urlaub bin, weil da lese ich so ein Buch am Tag. Und dann ist der Koffer gleich mal ganz schön voll und da ziehe ich es dann doch vor, am Handy bzw. am Tablet zu lesen, einfach um ein bisschen Gepäck und Gewicht einsparen zu können. Also die ganz genaue Anleitung haben wir eben in der Smartphone-Mappe im Modul 8 drinnen. Kann ich jedem sehr ans Herz legen, der auch gerne mit den Augen liest und nicht nur mit den Ohren zuhört. Ja, dann würde ich weitergehen wie ist da der Akkuverbrauch beim Hören jetzt oder beim Lesen? Also beim Podcast hören oder beides? Also grundsätzlich, ich höre erstens viel Musik und zweitens viele Podcasts im Auto. Ich habe ein iPhone. iPhones sind ja bekanntlicherweise mehr oder weniger Festnetztelefone, aber wenn ich meinen Akku über die Nacht voll aufgeladen habe, dann komme ich den ganzen Tag gut durch und ich bin im Schnitt 4 Stunden im Auto und nutze es da auch voll. Und beim Lesen ist der Akkuverbrauch nicht wesentlich mehr, als wenn ich sonst irgendwie im Internet surfe oder Fotos sortiere oder so irgendwie auf meinem Handy. Also es ist quasi wie bei normaler Nutzung beim Lesen. Okay, bitte sehr gerne. Also die Frage wurde aufgeklärt, laut Chat. Hat sonst noch jemand Fragen an dieser Stelle? Jetzt haben wir doch schon einiges gehört. Oder ist es für jeden klar soweit, wie das jetzt alles funktioniert, beziehungsweise wozu das gut ist? Also für mich persönlich, bevor ich jetzt ins Video mit der Oberfläche starte. Ich wollte nur kurz was sagen, ein Tipp vielleicht für das Sparen von Akkulaufzeit wäre, wenn man zum Beispiel einen Podcast hört oder ein Hörbuch hört, dass man einfach die Bildschirmhelligkeit herabsetzt. Weil meistens hat man dann das Handy vielleicht einstecken und schaut eh nicht drauf. Das heißt, man könnte da möglicherweise vielleicht ein bisschen den Akkuverbrauch etwas ausbalancieren, indem man die Bildschirmhelligkeit zurückstellt. Weil das braucht oft sehr viel Akkuleistung. Also ist meine Erfahrung zumindest. Ich weiß nicht, ob es bei jedem Handy so ist, aber am iPhone ist es tatsächlich so, wenn man es voll aufgedreht hat, dann kann das schon mal schnell runterrasseln mit der Akkuverfügbarkeit.
Genau, danke. Das bringt mir jetzt noch zu einem Punkt, den ich an der Stelle auch gern erwähnen möchte, was nämlich ein irrsinnig großer Vorteil ist im Gegensatz zu YouTube. Also früher, bevor ich Spotify hatte zum Beispiel oder bevor ich Apple Podcasts genutzt habe, habe ich früher immer meine Podcasts auf YouTube gehört, weil es einfach gratis war und ich habe viel Musik gehört auf YouTube. Aber wenn man nicht dafür bezahlt, kann man die Tastensperre nicht hineingeben. Das ist aber bei Spotify und bei den diversen Anbietern, die wir da vorher gesehen haben, ist es schon so, dass man die Tastensperre aktivieren kann. Das heißt, wenn ich zum Beispiel beim Laufen mein Handy die Musik aufgedreht habe oder den Podcast laufen habe, kann ich es einstecken und es passiert nichts. Also das ist wirklich ein Vorteil, den ich da jetzt noch hervorheben möchte, wenn man bei einem der genannten Anbieter da irgendwie diese Inhalte konsumiert. Gut. Apropos konsumieren, ich würde sagen, wir schauen uns das an, wie das mit der Oberfläche so funktioniert. Ich habe es anhand von Spotify erklärt und starte jetzt das Video. Julia, man hört gerade keinen Ton. Also die geöffnete. Oh. Jetzt? Moment. Was? Nochmal von vorn, Entschuldigung. Ja. Jetzt? So, wir schauen uns jetzt die Oberfläche jetzt klappt's. Jetzt. An. Hier sehen wir den geöffneten Podcast, also die geöffnete Oberfläche. Wenn ich mir etwas anhöre und das groß machen möchte. Wir beginnen ganz rechts oben. Ich habe hier als Beispiel Frühstück bei mir gewählt. Das ist eine Radiosendung, die vermutlich jeder kennt. Die kann man eben in diesen auf diversen Podcast-Plattformen nachhören. Und wenn wir jetzt ganz rechts oben schauen, haben wir hier diese drei Punkte. Ich könnte hier die Folge zum Beispiel herunterladen. Das heißt, ich könnte sie offline verfügbar machen. Ich kann sie mir dann anhorchen, wenn ich keine Internetverbindung habe. Der nächste Punkt ist zum Podcast. Das heißt, ich würde hier direkt zu der Sendung kommen, also Frühstück bei mir, also halt auf dieser Podcast-Plattform zur Autorin, wenn man so möchte, oder zu dieser Sendung Frühstück bei mir. Zur Folge, das heißt, ich komme dann in die Folgenbeschreibung. Zur Playlist hinzufügen, heißt, ich füge diesen Podcast zu meiner eigenen Playlist hinzu. In die Warteschlange. Diese Funktion kann ich dann nutzen, wenn ich zum Beispiel noch mehrere Folgen davor anhören möchte, dann füge ich die Folge in die Warteschlange hinzu und dann werden automatisch die Folgen in der Warteschlange abgespielt, die ich dort aneinandergereiht habe. Zur Warteschlange, das heißt, hier komme ich zu meiner eigenen Warteschlange, die ich eben kreiert habe. Und bei Teilen könnte ich diese Podcast-Folge zum Beispiel über WhatsApp verschicken. Wenn wir dann ein Stückchen weiter nach unten schauen, dann sehen wir eben das Foto, wo der Thomas Brezina drauf ist. Das ist das Titelbild von diesem Podcast quasi. Darunter sehen wir den Titel von dieser Folge, also Thomas Brezina und sein Mann Ivo. Das Datum, wann diese Sendung ausgestrahlt wurde. Daneben sehen wir gleich dieses Herz rechts daneben. Das heißt, ich könnte diese Folge quasi liken. Ich könnte damit ausdrücken, dass sie mir gefällt. Darunter, unter dem Titel, sehen wir Frühstück bei mir, also eben von wem diese Sendung ist. Dann sehe ich, wie viel ich von diesem Podcast schon gehört habe, eben 3 Sekunden, weil möchte ich hier nichts abspielen, um keine Rechte zu verletzen. Aber man kann es sich vorstellen, man kennt diese Oberflächen, glaube ich, eh aus dem täglichen Gebrauch. Und wenn ich unter die Dauer schaue, dann habe ich hier die Wiedergabegeschwindigkeit, die kann ich eben so ändern, wie ich sie gerne hätte. Auf einmal, also in Originalgeschwindigkeit, daneben, also rechts daneben in dieser Zeile, habe ich die Möglichkeit zurückzuspulen um 15 Sekunden.
Dann habe ich meine Play-Taste, beziehungsweise dann halt auch meine Pause-Taste, wenn ich auf Play drücke. Dann kann ich 15 Sekunden vorspulen, wenn ich etwas überspringen möchte. Und dann habe ich noch den Timer. Das heißt, wenn ich diesen Podcast zum Beispiel zum Einschlafen anhöre, dann könnte ich einstellen, dass zum Beispiel nach 10 Minuten die Wiedergabe automatisch gestoppt werden soll. Und dann verbrauche ich nicht unnötig Akku, beziehungsweise es läuft nicht unendlich weiter die ganze Nacht, bis ich irgendwann einmal munter werde. Noch eine Reihe darunter, wenn wir wieder ganz links außen schauen, dann habe ich hier dieses Zeichen mit den beiden Geräten. Das heißt, ich könnte hier die Wiedergabe auf ein anderes Gerät teilen, also zum Beispiel auf einen Bluetooth-Lautsprecher oder auf meine Kopfhörer, wenn ich kabellose Kopfhörer habe, oder auf ein anderes Gerät, auf den Fernseher, wie auch immer. Also hier könnte ich einfach die Wiedergabe auf ein anderes Gerät machen. Rechts davon, in der rechten unteren Ecke, habe ich eben wieder die Möglichkeit, diesen Podcast zu teilen, diese Folge zu teilen über die unterschiedlichen Kanäle, zum Beispiel über WhatsApp, als Nachricht, im Messenger. Ich könnte auch den Link kopieren und irgendwo einfügen. Also hier gibt es sehr viele verschiedene Möglichkeiten. Und dann habe ich hier einfach nur noch die Liste, welcher Titel als nächstes kommen würde. Beziehungsweise würde ich hier auch sehen, wenn ich einen Titel in meiner Warteschleife habe, könnte eben hier sortieren. Ja, weiter unten gibt es noch die Möglichkeit, auf Fragen des, also des Urhebers des Podcasts zu antworten. Wie fandest du diese Folge? Hier könnte ich eine Antwort eingeben. Und ja, das war es eigentlich schon zur Bedienoberfläche von Podcasts auf Spotify. Auf allen anderen Plattformen gestaltet sich das sehr ähnlich. Ich habe es jetzt hier auf Spotify erklärt, weil es sehr übersichtlich ist und eben sehr viele Ähnlichkeiten mit anderen Plattformen aufweist. So, gibt es an der Stelle mal Fragen? Ich glaube, es ist eh sehr selbsterklärend, diese ganze Oberfläche von Spotify und Co. Ich mache mir meine Präsentation wieder auf. Also hier nochmal in der Zusammenfassung. Ich habe hier oben diese drei Punkte eben, wo ich diverse Einstellungen vornehmen kann. Beziehungsweise auch weiter unten, dann sehe ich den Titel, den Autor, wie lange ich schon geschaut habe, das Herz, um die Folge zu liken, die Geschwindigkeit, also die unterschiedlichen Geschwindigkeiten. Wenn es mir zu schnell geht, dann kann ich eine langsamere Geschwindigkeit eingeben, und wenn es mir zu langsam geht, dann hört sich so ein bisschen an wie bei der Mickey Mouse. Ist, also die Kinder lieben das, das ist total lustig für die Kinder. Dann kann ich nach vor und zurück spulen. Das funktioniert manchmal nicht, wenn Werbung eingebettet ist. Also das heißt, ich kann dann weniger hin und her spulen, weil natürlich wird über die Werbung das Geld verdient, das ist ganz klar. Und das will natürlich dann keiner, dass ich da drüber spule. Und den Sleep Timer, den nutze ich beinahe täglich, weil ich genau weiß, ich schlafe ein, bevor der Mordfall gelöst ist, und dann läuft es die ganze Nacht weiter und das verbraucht dann nur unnötig Akku. Deswegen den Timer verwende ich wirklich selbst oft. Und ja, die Folge teilen. Bei Spotify hat es einen wirklich großen Vorteil, dass ich ab dort teilen kann, wo ich quasi ab einem bestimmten Zeitpunkt, das heißt, wenn nur eine interessante Passage ist und ich möchte diese Passage speziell an jemanden schicken, dann könnte ich das bei Spotify so machen. Und natürlich habe ich hier meine eigenen Listen, die ich mir anlegen kann. Es gibt ganz viele unterschiedliche
Podcast Autoren, also wie man so möchte. Ich glaube, dass das wirklich etwas ist, wo man sich durchprobieren kann und durchwühlen kann. Es gibt welche mit sehr angenehmer Stimme, die höre ich dann besonders gerne. Dann gibt es wieder welche, die hält man nicht aus. Also es ist wirklich für jeden Geschmack was dabei bei den Podcasts und auch bei den Hörbüchern. Und ja, gibt es Fragen an der Stelle mal zur Oberfläche oder zu Spotify oder zu irgendwelchen anderen Anbietern? Habt ihr vielleicht schon die Smartphones gezückt und einmal geschaut, wo ihr selbst die Podcasts finden könnt am Smartphone? Habe ich nicht schon. Franz hat was gesagt. Der arbeitet schon daran, wo das finden kann. Ja, also man kann grundsätzlich, kann man die ganzen Apps, die ich vorher, die ganzen Anbieter, die ich vorher aufgezählt habe, findet man auch im Play Store. Ja, Wissenschaft, TikTok, Videos, Live-Musik, Demo, österreichische Mega-Eröffnung, Booking empfehlen, ja. Also, wenn man im Play Store, in den Play Store hineingeht, der Play Store ist der Marktplatz quasi für die Apps. Das ist so ein Dreieck. Ich schaue, ob man es jetzt da sieht. Da haben wir den Play Store. Mhm. Und da kann man sämtliche, ich sehe es leider nicht, weil es zu klein ist. Klein? Weil ich selbst. Aber ich bin drinnen, sicher. Ja. Und da könnte man dann eben eingeben, zum Beispiel des Google Podcasts. Vielleicht blende ich das noch einmal kurz ein, wie das ausschaut. Also da habe ich die Podcasts, die Google Podcasts. Wenn ich im Play Store eingeloggt bin mit einer Google-Adresse, dann bin ich auf Google Podcasts auch automatisch. Das heißt, ich spare mir die Anmeldung extra. Beziehungsweise kann ich mich eigentlich bei allen Anbietern mit Google auch einloggen. Also über die Google-Adresse. Also wenn man im Play Store oben in der Suchleiste eingibt Podcasts oder Hörbücher, dann zeigt sicher einige von diesen Apps an, die wir da auf den Folien sehen. Kann ich irgendwo behilflich sein? Ich schaffe es sicher. Ja, okay. Ja. Ich hätte etwas. Auch eine Frage, bitte. Ja, bitte, ja. Sehr gerne. Ja, ich wollte mich gerade bei Spotify registrieren und dann habe ich die Antwort bekommen, du erfüllst die Altersvoraussetzungen nicht. Okay, das kann im jugendlichen Alter kann das durchaus einmal passieren. Nein, ich bin aber nicht jugendlich. Ist vielleicht irgendwo die Frage gekommen nach einem Geburtsdatum? Ja, eben. Und das habe ich eingegeben und dann ist das gekommen. Das richtige Geburtsdatum im richtigen. Ja. Okay. Ja. Also dass Spotify eine Altersbegrenzung hätte. Ah, ist es möglich, dass man vielleicht auf Student geklickt wurde oder so? Nein, ich habe gar nicht geklickt. Ich habe bei Geburtsdatum eben eingegeben. 12. Mai. Moment, ja, muss das noch ändern. Ja, okay. Ne? Es kommt. Ich habe mein Geburtsdatum eingegeben und dann kommt das. So, ich
gehe da jetzt bei der Registrierung einmal durch. Also gut, eine E-Mail-Adresse. Ja, das ist gleich übernommen worden. Die war schon bekannt, meine E-Mail-Adresse. Kann es sein, nur in den Raum gestellt, dass ja. bei der E-Mail-Adresse ein falsches Geburtsdatum hinterlegt ist? Ich kann mich nicht erinnern, dass ich da überhaupt ein Geburtsdatum hinterlegen musste. Aber kann ich mir auch nicht vorstellen. Nein, ich durchlaufe nur schnell diese... Ja. Ist ja. Hat gestimmt beim Geburtsdatum? Weil dann muss man so weiterschieben vielleicht. Ja, das Geburtsdatum habe ich angegeben, aber dann ist eben das gekommen. Du erfüllst die Altersvoraussetzungen nicht. Und ich bin 73, also. Das jugendliche Alter. Ja, ich muss jetzt ganz ehrlicherweise ganz kurz googeln, was da los sein könnte. Vielleicht können wir das lösen. Dann darf ich mit dem Rollstuhl fahren. Geburtsdatum. Ja, Wahnsinn. Wie steht dort Altersbeschränkung? Du erfüllst die Altersvoraussetzungen nicht. Sie müssen mindestens 18 Jahre alt oder mindestens 13 Jahre alt sein, mit dem Einverständnis der Erziehungsberechtigten. Gut, ich glaube, das können wir ausschließen. Kann vielleicht irgendeine Kindersicherung oder irgendwas aktiviert sein auf dem Smartphone? Also irgendein sicherer Nutzungsmodus im Hintergrund? Kann ich mir jetzt vorstellen. Ja, okay. Ja, weil ich google nämlich auch gerade parallel. Ja. Damit ich gerade ganz unauffällig im Hintergrund bin, aber ich suche auch schon verzweifelt nach einer Antwort auf diese Frage. Also ich könnte mir nur vorstellen, dass vielleicht das Geburtsdatum wieder zurückgehüpft ist. Das also vielleicht das Jahr quasi, weil man muss das so weiterschieben und vielleicht ist es einfach wieder zurückgehüpft, weil manche... Weiterschieben muss ich es nicht, ich muss eintippen. Okay. Ja, und ich habe es eingetippt, 1950, mein Geburtsdatum, 12. Mai 1950. Weil bei mir schaut es so aus. Ja, so habe ich es auch. Mhm. Und dann habe ich auf OK gedrückt. Aber ich muss das so quasi schieben. Ach so, na. Warum soll ich was schieben? Ich habe es einfach in der Mitte gelassen, das richtige Geburtsdatum. Also warum muss ich da was schieben? Vielleicht waren die ersten zwei Zahlen schon angegeben. Es sind da Zahlen angegeben und ich habe sie angeklickt und habe da in der Mitte, also bei der zweiten Reihe, habe ich dann eben mein richtiges Geburtsdatum eingetippt. In der zweiten Reihe. Ansonsten können Sie den Registrierungsvorgang noch einmal abbrechen und nur mal von vorn beginnen. Das wäre sonst dann noch mal eine Möglichkeit. Also die App vielleicht nur mal deinstallieren. Mhm. Genau. Und noch einmal so quasi alles nur mal rauslöschen. Beziehungsweise so weit zurückgehen, bis man wieder dort ist. Ja. Und nochmal so mit die drei Strichern alles schließen. Mhm. Ja. Und dann quasi nochmal von vorne anfangen, das wäre noch eine Möglichkeit. Mhm. Oder mit dem Google-Konto einloggen. Aha. Weiter mit Google. Mhm. Bei mir steht kostenlos registrieren und da tippe ich jetzt drauf und dann kommt gleich deine E-Mail-Adresse. Genau. Ja, und die habe ich eingegeben. Ja. Das heißt, die ist gleich gekommen. Weiter mit. Die steht dann da und jetzt muss ich ein Passwort erstellen, so wie auch gemacht. Das ist jetzt ein schönes Praxisbeispiel, wie das laufen kann, weil man eben überall ein Nutzerkonto braucht.
Na, die Altersbeschränkungen bei manchen Plattformen tatsächlich, ja, dass das manchmal tricky ist beim initialen Eingeben seiner Daten. Genau. Ich habe dann ein voreingestelltes Geburtsdatum quasi. Ja. Also eines, das mir da Spotify einfach vorschlägt. Und dann muss ich quasi da hin und her schieben oder kann ich hin und her schieben. Aha. Oder ich kann hineintippen und kann es neu eingeben. Aber ich kenne das, wenn man es eingibt, dass es dann manchmal, dass es entweder zurückkupft auf das, was ursprünglich eingestellt worden ist. Vielleicht muss ich schieben, vielleicht ist es das. Ja. Mhm. Dann vielleicht muss ich es probieren, so. Ja. Das machen. Bei über 18 sind wir, glaube ich, alle schon. Genau, dieses Kriterium erfüllen wir. Eine Gemeinsamkeit. Und das ist dabei. Nein. Jetzt nicht. Ein paar Minuten. Na, das dauert lang, bis man bei 1950 ankommt. Mal schauen, ob es jetzt funktioniert. Ah. Okay, ich bin nicht so weit. So, okay. Ah, jetzt geht's. Jetzt haben sie es übernommen, das Geburtsdatum. Ja. Also es, wirklich mit dem Schieben hat es jetzt funktioniert und mit dem Eintippen hat es nichts funktioniert. Das, es springt dann manchmal, springt es zurück. Ja, und ja, na super, nicht. Danke. Also jetzt bin ich fertig. Gut. Das hat geklappt. Und dann, wenn wir Spotify offen haben, soll ich mit dem Handy kurz dazukommen, damit wir uns gemeinsam nur die Spotify-Oberfläche außerhalb vom Podcast anschauen können? Ja, bisschen Zeit hätten wir noch. Nur wenn es jemanden interessiert, ansonsten. Moment, ich tue mich ganz kurz auf Stumm. Genau, damit es keine Rückkopplung gibt, gell? Die Julia kommt jetzt mit ihrem Handy noch mit rein. Habe ich eh gesagt, dass es keine Rückkopplung gibt, aber ich war schneller mit dem Stummschalten. Halt. Ah ja, okay, das stimmt. So, ich hab's gleich. Ja. Hörbücher, Barbara, Stichwort Hörbücher. Hilf mir auf die Sprünge. Was du meinst? Genau, also ob man nur irgendeine Plattform herzeigen zusätzlich oder mal bei Spotify jetzt bleiben, weil ich glaube, das Interesse an Spotify ist, glaube ich, gerade größer, beziehungsweise im Endeffekt muss man sagen, sind ja eh die einzelnen Oberflächen sind ja sehr ähnlich, auch bei den zwischen Podcast und Nutzeroberflächen. Mhm. Genau. So. Jetzt sind wir da mit dem Handy. Meinem Bildschirm. Bin ich noch der Host, ja? Ja, bist noch, sollte noch sein, ja? So, Moment. Jetzt haben wir gleich Spotify, also so schaut das jetzt quasi aus. Hört mich? Ja. Mhm. Passt super. Also so schaut es quasi aus, wenn man dann einfach hineingeht. Und dann gibt es ganz oben, gibt es Guten Tag, das steht da ganz oben und darunter ist Musik und Podcasts und Shows. Und wenn ich dann eben auf Podcasts gehe, dann könnte ich in der Podcast-Bibliothek quasi suchen. Das heißt, das ist jetzt bei mir, ich sag mal, die Hazel und Thomas Show, das Hazel-Thomas-Hörerlebnis, das dann einfach zwei Kabarettisten, die da miteinander diskutieren, das liebe ich heiß. Was die zwei da reden, Aktenzeichen XY und so weiter und so fort. Und da könnte ich natürlich auch nach Genres suchen.
beziehungsweise nach Autoren, nach Themen, nach, wenn ich da jetzt unten in der Suche eingebe, ORF zum Beispiel, dann sehe ich schon ZIP 2 Podcast, Frühstück bei mir, Ö1 Journal und so weiter und so fort. Also da gibt es schon unterschiedlichste Shows vom ORF zum Beispiel. Wie komme ich zur Tastatur? Indem man unten in der Mitte gibt es die Suche. Ja. Da gibt es Startsuche und wenn man in die Suche hineintippt, ja, dann geht bis oben, wieder im oberen Drittel, ist die Suchleiste und wenn ich in die Suchleiste hineintippe, dann kann ich schreiben. Ah ja. Mhm. Gut, und dann sollte die Tastatur. Ja, ja. Aha, stimmt. Ja, danke. Und natürlich kann ich oben in der Suchleiste zum Beispiel auch Hörbücher eingeben. Mhm. Hörbücher. Und dann werden mir angezeigt, welche Hörbücher das da sind zum Beispiel. Es sind halt hauptsächlich Podcasts auf Spotify, muss man auch sagen. Aber es gibt natürlich auch diverse Hörbücher. Und was, wofür Spotify natürlich irrsinnig bekannt ist, ist einfach die große Musikbibliothek, die es da gibt. Es gibt auf Spotify quasi nichts, was es nicht gibt. So, ich wechsle wieder auf den Computer. Entschuldigung, noch eine kurze Frage, ja? Geht das noch? Oh, nein, geht nicht mehr. So. Eine kurze Frage, jetzt war ich zu Na, Folgendes, bei mir kommt dann immer, wenn ich auf Suche drücke, ja, ja, bei Podcasts zum Beispiel, ja, wenn ich da reingehe und ich gehe auf Wissen und suche, weil ich was Bestimmtes suche mit der Tastatur, kommt dann, finde deine Lieblingsmusik. Es kann sein, dass sie ganz unten in der Bibliothek drinnen sind. Ja, aha. Ach so, das entweder, weil dann ist ja dort noch nichts drinnen, dann sucht man nur quasi in der Bibliothek. Oder wenn man quasi auf Start geht, also da unten auf Start. Ja, aha. Dann, ja. Ja, wenn man von Start weg startet und dann auf, ja, Suche geht, dann, auf Suche geht. Dann sollte man suchen können, aha, beziehungsweise oben, wenn man in der Startseite ist, ist oben Musik und unten, yeah, Podcast und Shows. Und man sucht quasi immer nur dort, wo man quasi drauf gedrückt hat. Mhm. Das ist bei Spotify, es ist ein bisschen nicht, yeah, optimal gelöst. Okay. Aber man muss ein bisschen aufpassen, wo man sucht, weil es passiert, mhm, mir ständig, dass ich in meiner eigenen Bibliothek noch ein Lied suche, was ich nicht in der Bibliothek habe und mich dann wundere, ob das jetzt gelöscht wurde oder nicht. Bis ich drauf komme, okay, ich habe nicht von der Startseite weggesucht, kein Wunder, dass ich es nicht finden kann. Okay. Gibt es sonst noch Fragen jetzt zu Podcasts und Spotify und Hörbüchern, beziehungsweise E-Books, so wie in Modul 8 in der Smartphone-Mappe? Falls nicht, ich habe nämlich gerade so den Blick auf die Uhr. Der Talk im Turm geht nämlich gleich los. Vielleicht, Barbara, magst du uns den Link nochmal hineinposten? Ja, das mache ich dann gleich, genau. Ich beende jetzt nur mal die Aufzeichnung. Ja, mach das damit gerne. Wir das Video sozusagen abschließen können.